Und heute haben wir ein neues Thema in Sachkunde, und zwar die Luft. Was ist die Luft? Kann ich die Luft sehen? Nein, ich kann Wasser sehen, aber die Luft kann ich nicht sehen. Ich kann sehen, wenn sich die Luft bewegt. Dann gibt es nämlich Wind. Da siehst du, die Luft bewegt sich und dann bewegen sich die Blätter. Ich kann die Luft einatmen und wieder ausatmen. Ich brauche die Luft zum Atmen. Im Wasser bewegen sich viele Dinge. Da im Wasser bewegen sich Fische und Schiffe und Delfine und Algen. Was bewegt sich in der Luft? Wir schauen mal, ob wir ein paar Tiere finden, die sich in der Luft bewegen. Da gab es gerade kleine Fliegen, Moskitos. Die bewegen sich in der Luft. Die schwimmen nicht im Wasser. Moskitos fliegen in der Luft. Welche anderen Tiere fliegen auch noch in der Luft und bewegen sich in der Luft? Der Schmetterling und der Vogel. Es gibt noch mehr Tiere, die sich in der Luft bewegen. Überleg mal. Es gibt aber nicht nur Tiere, die sich in der Luft bewegen. Was bewegt sich noch in der Luft? Ein Auto? Nein. Ein Fahrrad? Nein. Welches Transportmittel bewegt sich in der Luft? Das Flugzeug. Es gibt aber noch mehr Transportmittel, die sich in der Luft bewegen. Überlege. Und was ist deine Aufgabe für heute? Nimm ein Papier, schreibe auf das Papier oben in der Luft. Und dann malst du auf dieses Papier alles, was sich in der Luft bewegt. Das können Tiere sein, das können Transportmittel sein. Und was siehst du noch? Was bewegt sich sonst noch in der Luft? Wenn du nach oben an den Himmel schaust, überlege dir und male alles, was sich in der Luft bewegt und was dir einfällt.